Ja, hallo, hier ist der Matthias und was ich hier habe, ist der Acer Aspire One D150 und davor eine kleine Speicherkarte. Da ist das neue Moblin Linux drauf, Moblin 2.0. Ja, ich habe es auf die Speicherkarte ge getan und damit ich das auf verschiedenen Netbooks halt mal probieren kann. Und wie gesagt, wollte ich euch mal kurz vorführen, das System. Dazu muss man natürlich kurz ins BIOS am Anfang. Bei diesem spiegelnden Display, hoffe ich, seht ihr ja auch alles. BIOS kommt man bei dem Netbook in der Regel mit F2. Und unter der Abteilung Boot findet sich dann eine Reihenfolge, die man einstellen muss. Hier steht allerdings schon, weil ich es schon gemacht habe, die USB FDD, also die Floppy Disk. Als Floppy Disk wird er erkannt, schon ganz oben, weil ich das halt schon eingestellt habe. Wollte es aber kurz nochmal gezeigt haben. So, dann geht man auf Exit Saving Changes, das heißt, man Einstellungen auch speichert, damit auch wirklich standardmäßig von der SD-Karte gebootet wird. Wollen wir mal schauen, ob er das auch macht. Ich hoffe, wie gesagt, ihr könnt alles erkennen. Jo, da ist auch schon die Oberfläche, um sich halt eine Bootfunktion auszuwählen. Es gibt einmal Default, das wird dieser Live-Modus sein, wo nichts im Prinzip auf der eingebauten Festplatte installiert wird und eigentlich auch nicht über das System hier hinaus, über die etwa 700 MB. Ja, Boot sehe ich jetzt nicht so den großen Unterschied zwischen Default, sollte ich mir vielleicht nochmal angucken. Boot und Install heißt sicher, dass man es auch auf der Festplatte installieren kann, die hier eingebaut ist. Verify and Boot, da wird er sicher prüfen, wie viel Platz noch auf der Platte ist, um es auch zu installieren zu können. Darunter gibt es noch eine Netzwerkinstallation und die Möglichkeit von der Festplatte dann das Windows zu booten, das brauchen wir natürlich nicht. Wir wählen uns das Default aus und schauen mal, was er macht. Hier wird ein kleiner Fehler erkannt, unable to detect. Er kann irgendwas nicht erkennen. WMID Devices, Windows Media ID oder sowas, oder weiß ich nicht genau, was es ist. Und noch irgendeine Kleinigkeit. Ja, das ist im Prinzip schon die Oberfläche. Da ist auch schon die Maus. Noch zeigt sie eine kleine Uhr. Und jetzt zeigt sie die Uhr schon nicht mehr. Aber da kommt ein Begrüßungsbildschirm, das erkennt man dann im Prinzip, wenn er dann fertig ist mit Laden. Da ist er durchgestartet. Ja, und so sieht das aus, so wird man da begrüßt mit diesen, ich weiß nicht genau, was ist das, Kaffeetassen oder was? Ne, ich weiß, Moblins wahrscheinlich, die ich auch nicht kenne. Ja, hier kann man sich ein Einführungsvideo angucken, ein bisschen Erklärung, Kalender, halt eine Begrüßung, was man so zu tun hat heute. Die wichtigsten Sachen auf einer Startseite, ganz nett, wenn man es braucht. Kann man natürlich auch wieder zumachen. Wenn man wieder draufklickt einfach, dann hat man hier diese saubere Oberfläche. Da oben, das verschwindet halt immer von alleine. Finde ich auch ganz okay. Unter Status wird nur angezeigt, ob man on oder offline ist. Bei People gibt es die Möglichkeit, sich hier einen Instant Messaging Account einzurichten. Habe ich jetzt mal nicht gemacht, weil ICQ da nicht im Angebot war erstmal und ich auch eh mit dem Internet noch nicht verbunden bin. Unter Internet gibt es offensichtlich so einen kleinen Browser, so einen ganz feinen. Ich versuche mal, wohin zu surfen. Auch wenn ich jetzt gar nicht verbunden bin, dann sollte man ja sehen, wie der Browser aussieht. Da ist der Browser. So würde er das jetzt versuchen aufzubauen. Findet die Seite natürlich nicht, weil ich, wie gesagt, nicht online bin jetzt. So, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man rechts oben in die Ecke geht, dass man dann nicht hier das Menü runterklappt. Das war Internet, der Browser im Prinzip versteckt sich nur dahinter. Unter Media kann man dann verschiedene Sachen machen, denke ich mal. Hier erstmal Fotos auswählen. Okay, und dann, wenn man so eins ausgewählt hat, dann öffnet dann auch ein richtiger Media Player offensichtlich. Show only. Show all. Show all. Okay. Gut, ich habe jetzt auch keine Medien hier drauf. Nur auf einer Netzwerkplatte, dass ich euch jetzt was vorführen könnte. Es sind noch ein paar Medien auf der Speicherkarte, aber die sind offensichtlich außerhalb des Systems. Da kann ich gar nicht drauf zugreifen. Ich mal gucken gleich. Das Pasteboard ist, denke ich, sowas wie ja, eine erweiterte Zwischenablage, dass man halt mehrere Dinge in der Zwischenablage haben kann. Auch relativ nützlich, also könnte mir beim Bloggen durchaus mal helfen. Ich habe mal so ein Programm probiert, das Clippy, hat mir nicht so geholfen. Aber wir sind ja hier beim Moblin und bleiben wir auch mal. Hier bei Applications kann man, also diese Programmabteilung hier,
Kann man hier oben erstmal festlegen, die Favoriten, was man halt besonders gerne hätte. Da sind jetzt hier festgelegt Media Player, Internetbrowser und Kalenderfunktion. Darunter die normalen Zubehörprogramme, nochmal der Kalender. Hier ein File-Browser, also ein Datei-Browser. Hier kann man ein Bildschirmfoto machen, Terminal, dass man nochmal auf der Konsole was tippen kann. Ein Texteditor etc. Unter Games. Kriege ich das denn auf? Sind Sachen, die ich nicht kenne und die mich auch nicht besonders interessieren. Internet, ja, kann man sich vorstellen, ist wieder der Internetbrowser dabei und das Instant Messaging. Sync, weiß ich nicht genau. Ich denke mal, da kann man seine Daten online irgendwo ablegen, vielleicht sogar auf Servern von Moblin. Muss man nochmal nachsehen. Hier unter Media kann man die Webcam anschalten, den Media Player nochmal auswählen, sich PDFs angucken und Audioaufnahmen durchführen. Unter Office gibt es jetzt nichts Besonderes, kein dickes Office-Paket oder so. Aber das ist ja auch im Prinzip der Netbook-Philosophie entsprechend. Dann schauen wir nochmal bei Other rein. Da ist dann nur noch der Webbrowser drin. Da kann man vielleicht auch eigene Sachen noch dazu machen, denke ich mal. So, unter Settings zeigt dann, naja, kann man hier so Sachen für Behinderte einstellen, Datum, Zeit, Drucker und Display. Das war es erstmal soweit. Ah ne, da kommt noch einiges. Ui. So, Datei-Settings. Ui, das war noch einiges, allerdings. Okay, also an Einstellungen kann man doch einiges vornehmen, was ich jetzt erst gar nicht gefunden habe. Die Maus ist ein bisschen empfindlich. Sind halt Einstellungssachen, die kann man sich ja ändern. So, Einstellung fürs Display, für Keyboard, Shortcuts, also Abkürzungen, Einstellung für das, insgesamt fürs Keyboard, Instant Messaging, Einstellungen, Dateieinstellungen, Programmeinstellungen, Network-Einstellungen, also Netzwerkeinstellungen. Hier kann man sich die bevorzugten Programme aussuchen, die man gerne in der Favoritenabteilung hätte. Meine Kontaktdetails, Webservices, Wallpapers und Fonts bietet er mir an, herunterzuladen. Hier gibt es eine Update Your Computer Funktion, das ist natürlich sehr gut. Einen Softwarekatalog, wo man sich halt was auswählen kann, Programme, die man gerne noch hätte. Wie zum Beispiel ein Instant Messenger, der auch meinen ICQ-Account verwalten kann. Applications managen brauche ich jetzt nicht. Hier nochmal Soundfunktionen. Und ein anderes Software-Update. Achso, da kann man die Updates dann managen. Gucken wir einfach mal kurz in Trackpad und Maus rein, weil ich mir das gerne ein bisschen unempfindlicher stellen würde. So, das war jetzt ein bisschen viel. So vielleicht. Und ein bisschen langsamer darf er auch sein. Dann ist alles okay. Gut, das war die Abteilung Applications. So weit, so gut. Kann ich wieder zumachen. Hier gibt es sogenannte Zones. Applications you are using will show up here. Also das, was man benutzt an Programmen, das wird dann da aufgelistet in der Zone. Dann braucht man nicht jedes Mal das Programm neu aufrufen, sondern kann es sich aus der Zone da, aus seinen eigenen zusammengestellten Zonen, die Sachen wieder aufrufen. Ich denke mal, dass man da wahrscheinlich auch Webadressen hinterlegen kann. Power und Brightness sagt eigentlich nur, wie viel Saft auf dem Akku noch ist. Und hier kann man angeblich die Helligkeit des Displays noch regeln. Was aber bisher noch nicht funktioniert hat. Also da ändert dann offensichtlich nichts. Weiß nicht genau, was ich da falsch mache. Oder vielleicht macht er das nur im reinen Akkubetrieb. Ich habe das jetzt per Netz angeschlossen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Hier haben wir nochmal Audioeinstellungen. Da kann ich nochmal ganz kurz vorführen, dass auch Audio funktioniert. Ein kleines Test-Sample Audio kommt auf jeden Fall raus. Also das funktioniert. So, als letzten Test habe ich jetzt einfach mal hier die rechte Maustaste gedrückt und da passiert gar nichts. Ja, ich denke, das ist ein kleiner Überblick über das System. Hier ganz am Ende haben wir noch die Netzwerke, die ich anwählen kann, die er gefunden hat. Übers WLAN, hier die ganzen Nachbarn, die alle verschlüsselt haben, was ja auch in Ordnung ist. Aber ich mache das jetzt mal nicht, weil ich will euch ja nicht mal Schlüssel zeigen. Und als Überblick über das System müsste das erreichen. Ich habe so keinen softwaremäßigen Ausschaltknopf gefunden. Das heißt, man muss auf jeden Fall hiermit ausschalten. Aber das geht ziemlich schnell. Und somit war es das mit dem Moblin Linux.
Ich hoffe, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.